Ja, ich kontrolliere das gerade. Sind wir jetzt schon live, Christopher? Nein. Ja, wir sind live. Oh mein Gott. Dann muss ich jetzt gleich mal schauen, ob ich das auch sehen kann, weil ich möchte ja gerne mitbekommen, wenn irgendjemand was kommentiert. Ja, du weißt ja, Ich es ist sehe, ja. leicht zeitverzögert. Genau, ich sehe, wir sind live. Hurra. Und ich bin schon ganz aufgeregt, weil ich habe ja noch niemals mit dir eine Wochenschau gemacht. Ich habe zwar gestern wieder mir die Heute-Show angeguckt, in der Retrospektive. Nein, aber ich freue mich sehr, dass wir das heute machen, lieber Christopher. Das ist mein erstes Crossover. Ja, also ich bin auch hinreichend aufgeregt und gespannt, aber auch freudig, denn ich glaube, dass das eine super, also ich habe es ja übertitelt mit das Beste aus zwei Welten für euch da draußen, weil ich denke, ich meine, Kirsten und ich, wir machen also dass wir gemeinsam live streamen, nicht zum ersten Mal, aber dass wir sozusagen unsere beiden Welten zusammenführen, also Tarot und Astrologie, weil wir Kirsten ja schon viel länger als ich so eine Wochenschau haben. Und wir haben uns gedacht, wir wollen das mal testen. Jahren. Nein, genau, wir haben, also ich habe ja damit angefangen im Sommer und mir hat das Spaß gemacht. Ich habe auch gemerkt, euch draußen macht das Spaß. Ich sehe auch, dass schon 8 Leute hier bei den Mantikern zuschauen. Toll, dass ihr dabei seid. Und ich Wir erwarte beide. natürlich jetzt auch, ihr ordentlich kommentiert bei Phoenix Astrologie. Was ist da Da los? ist auch schon was los. Ja, ich habe jetzt schon 10 Leute, sehe ich. Und Ja. auf der Geheimnisakademie wird es ja auch gepostet. Allerdings können wir das da nicht verfolgen. Also wenn ihr was kommentieren wollt, ich bemühe mich, das im Auge zu behalten. Der Plan ist, dass wir eine Mischung aus Tarot und Astrologie machen. Wir fangen damit an, dass ich euch den Spirit Guide der Woche vorstelle. Danach wird uns Christopher etwas über die wichtigen astrologischen Konstellationen der kommenden Woche erzählen. Und ganz am Ende, wenn ihr das durchgehalten habt, bekommt ihr auch noch eure beliebte Karte für jedes Tierkreiszeichen. Und wir haben das so gemacht, dass wir beide immer online sind dabei und auch kommentieren können. Aber wir werden jetzt uns hier nicht so sehr verquatschen, wie wir das in unseren anderen Talks tun. Denn ihr alle möchtet sicher nachher den Tatort sehen. Von daher geben wir jetzt Gas. Ist aus Münster heute der Tatort. Tatsächlich. Ja. Und Kirsten, James Bond gibt es auch noch. was auch noch? Christopher. Ich bin jetzt wieder ernst und fange an, mich einzutunen auf die Wochenenergie. Ich fange an wieder, heute habe ich mir wieder die Spirit Guide Karten von der Carrie Paris genommen und mische jetzt einfach mal fröhlich vor mich hin und schau mal, welche Wochenenergie wir hier heute bekommen. Ah, und da habe ich eine sehr schöne fischige Karte gezogen. Ich hoffe, du kannst die gut sehen. Warte mal, ich mache mal hier das Licht aus, dann geht es, glaube ich, besser. Genau. Muss ich noch scharf stellen, aber jetzt kommt's. Das ist die Karte oder der Spirit Guide Balancing Act. Für alle, die nicht wissen, was ein Spirit Guide ist, ne, das ist einfach von der Carrie Paris so gedacht, dass es neben den Tarotkarten bestimmte Energien, Wesen, Qualitäten gibt, die uns durch die Woche begleiten. Und ich finde Balancing Act für die kommende Woche wirklich sehr gut. Im Vorgespräch mit Christopher habe ich schon gesagt, dass ich glaube, dass die nächste Woche nochmal eine ziemlich anstrengende Woche wird. Aber das wird Christopher uns sicher gleich viel mehr noch an der Hand der Astrologie erläutern. Es ist einfach so mein Gefühl. Und ja, der Balancing Act sagt, dass wir gut daran tun. Sie steht ja auch so ein bisschen da, wie die Gerechtigkeit im Tarot, im Gleichgewicht zu bleiben. Vielleicht im Augenblick noch nicht so sehr wahnsinnig zu agieren, die Woche nochmal abzuwarten und dann bestimmte astrologische Qualitäten umgesetzt sind, dann mit unseren Plänen nach draußen zu gehen und im Augenblick nochmal zu gucken, ja, zu welcher Seite tendiere ich eigentlich, wo will ich hin? Hey Leute, es sind 14 Leute da, so viel hatte ich noch nie auf den Mantikern. Ich danke euch. Wir sind es Genau, auch also das. 14. Vielleicht summiert sich das. Also du bist schon 28. Genau, also, hier.
Das ist die Karte der Woche für euch. Fragen dazu gerne, gerne in den Kommentaren, aber ich übergebe jetzt erstmal an Christopher, der uns über die Wochenkonstellationen astrologisch aufklärt. Hallo Ulla, schön, dass du da bist. Hallo Monika. Ich sehe auch, Barbara schreibt hier noch, ich bin kein Tatort-Fan, aber sie ist natürlich ein Tarot-Fan, um dieses kleine Wortspiel zu verwenden, oder? Das ist ein beliebtes Wortspiel, besonders gerne, wenn man Tarot eingibt im Computer, kommt da oft Tatort bei raus. Ich wollte auch ganz kurz zu diesem Balancing Act auch was sagen, weil ich finde, das werden wir jetzt dann gleich im Astrologischen sehen. Da gibt es ein paar Balanceakte, die wir auch astrologisch machen. Finde ich ganz spannend, dass sich dass es ein bisschen was vorwegnimmt. Ja, Ja, so ist das dann mit Karten. so ist das. Dann würde ich mal sagen, Ich ich schweige. greife mal vor und wechsle zum Astro-Teil über und habe mal das Horoskop. Ihr wisst ja, ich mache die 7-Tages-Schau. Und bei der 7-Tages-Schau beginne ich, die findet immer Sonntag statt, also wie jetzt. Und da beginne ich dann mit den Konstellationen, die die nächsten 7 Tage bis also zum kommenden Sonntag uns am Himmel zur Verfügung gestellt werden, kredenzt werden. Und bevor ich jetzt die einzelnen Konstellationen euch auseinandersetze, zeige ich euch mal, wie der Himmel heute Nacht um 0 Uhr, also 9 Uhr, am 9. November 0 Uhr aussieht. Das ist sozusagen der Startpunkt. Und dann lasse ich die Zeit einfach mal vorwärts laufen. Und dann seht ihr, was passiert. Ihr seht den Mond wandern hier unten. Na, der wechselt die einzelnen Zeichen. Ihr seht die Opposition zwischen Venus und Mars exakt werden. Und der Mond wandert dann durch die Jungfrau, wirft ein paar Aspekte, bevor er dann in die Waage wandert. Und da passiert auch was Interessantes. Er berührt Venus, ne? Die jagen sich ein bisschen, läuft dann hinüber und wenn er dann in den Skorpion wechselt am 13., kommt er nochmal mit Merkur zusammen. Und das Ganze wird gekrönt, da seht ihr es, von einer Sonne-Mond-Konjunktion, sprich von einem Neumond dann im Skorpion. Und die Woche endet dann damit, dass der Mond in den Schützen geht. Und wenn ihr mal ganz genau schaut, dann seht ihr auch hier oben, da tut sich auch etwas. Da werden wir dann noch genauer drauf eingehen. Jupiter und Pluto kommen nochmal in einer exakten Konjunktion zusammen. Und wer es nicht gesehen hat, da zeige ich gleich nochmal was. Auch ein weiteres wichtiges Ereignis, das stattfindet. Wenn ihr mich hier mal zurückgeht, dann wechselt ihr, schaut ihr mal hier den Mars an. Na, der ist noch rückläufig, aber er endet in seiner Rückläufigkeit am 14. Das wird jetzt gleich der Fall sein. Und da seht ihr, er nimmt sozusagen seine Vorwärtsfahrt wieder auf. Und das sind so die Highlights, aber ich gehe natürlich in den einzelnen Konstellationen der kommenden Tage genauer drauf ein. Und da Wann, wenn ich das fragen darf, wann ist denn der Mond in Opposition zu Mars? Hast du das auch ausgesucht? das habe ich nicht rausgesucht, Aber weil das muss jetzt ungefähr zur Zeit sein, wenn er mit Venus in Konjunktion geht, ja, ne? müsste ungefähr zur selben Zeit sein. Da können wir nochmal drauf achten. Ich achte bei der Wochenvorschau beim Mond nur auf Konjunktionen. Also das heißt, in Okay. diesem Fall, aber jetzt schauen wir mal kurz, ich habe es rückwärts laufen lassen. Da siehst du es, da ist er exakt in Opposition. Siehst du das? Ja, Ja, also so. das finde ich nochmal ganz relevant, gerade weil Mars ja ein wichtiges Thema wird in der Am kommenden Woche. 12. etwa, also vor der Mond-Venus-Konjunktion, Davor. weil ja die Venus weitergelaufen ist in der Ja, Zwischenzeit. spannend. Ich schweige Ja, das schon mal nur wieder. so als Vorlauf. Und nun möchte ich die Konstellationen im Einzelnen durchgehen mit euch. Und da schalte ich auch wieder Kirsten hinzu, der gute Geist aus dem Eck. Und die einzelnen Konstellationen jetzt mal der Reihe nach. Und wir beginnen mit dem Mond, der in die Jungfrau geht, gleich morgen um etwa 2:30. Und ja, wenn der Mond in die Jungfrau geht, dann ändert sich zunächst einmal für uns die Grundstimmung. Und die Grundstimmung der Jungfrau ist eine des Sortierens, des Einordnens.
Wir kommen ja quasi aus der Grundstimmung des Löwen, in der wir jetzt uns noch befinden, in der wir vielleicht Kreativität gespürt haben, wo wir Lust hatten, etwas auszuleben, wo wir Lust hatten, uns auszuleben. Und nun ist das, was wir hervorgebracht haben, muss nun auf eine gewisse Art und Weise auch in Ordnung gebracht werden. Wobei das nichts zu tun hat mit ordentlich sein, sondern eher ihm eine Struktur geben, damit es auch bewahrt werden kann. So Feuer des Löwen braucht irgendwann die Erde der Jungfrau, damit das nicht einfach nur wegflackert, sondern dass auch was daraus entstehen kann. Und da ist eben ab morgen 2:30 ein Stimmungswechsel zu spüren. Halb drei morgens oder halb drei abends, mitten 2:30 Nachmittag? am Nachmittag, 14:30 Uhr. Genau. Und wichtig ist, und ihr seht das, ich habe auf diesen Karten, die ich da zusammengestellt habe, so eine Leitfrage gemacht und auch noch einen kleinen Text dazu. Das müsst ihr jetzt nicht mühevoll mit der Lupe lesen. Ich erläutere es hier jetzt live, aber ihr könnt diese Darstellungen dann finden auf dem Facebook-Kanal von Phoenix Astrologie, aber auch auf dem Instagram-Kanal von Phoenix Astrologie. Da werden die dann immer exakt zu dem Zeitpunkt erscheinen, zu dem diese Konstellation exakt wird. Aber hier könnt ihr euch schon mal im Vorfeld informieren darüber. Ja, als nächstes, nachdem der nächste Punkt ist auch morgen, und zwar um etwa, also um ungefähr 9 Minuten nach 5 Uhr nachmittags, wird geht Venus exakt in Opposition mit Mars. Und natürlich ist das jetzt so der exakte Moment, aber die beiden Planeten, die haben auch einen Umkreis. Das heißt, das mag man schon auch vorher spüren und auch noch eine Weile danach. Ist also nicht exakt auf die Minute gedacht, sondern da ist der exakte Punkt und dann rechnet ihr einfach plus minus. Ich würde mal sagen, plus minus 6 Stunden in etwa, wo wirklich der Kernpunkt dieser Konstellation auch spürbar sein würde. Und ich finde Venus-Mars-Opposition richtig spannend diesmal, weil sowohl Venus als auch Mars in ihren eigenen Zeichen stehen dabei. Ja, also der Mars im Widder, wohl noch rückläufig, aber die Venus immerhin in der Waage, beide also stark. Und für mich ist das so ein Wechselspiel zwischen den beiden Kräften, zwischen Hingabe, das wäre für mich die Venus, sich einer Sache widmen, hingeben. Und Mars auch eine Sache mal ablehnen, mal Nein sagen dazu. Und da haben wir so ein Balance-Spiel. Da muss ich jetzt an die Karte denken, die du gezogen hast, die Balancing Act. Wir balancieren vielleicht zwischen Hingabe und Ablehnung, aber es ist eher spielerisch. Also das ist so ein sich gegenseitig teasen. Ja? Das kann auch eine erotische Komponente haben, ne? Was ja bei Venus-Mars durchaus denkbar ist. Ich habe das Dass du genannt. noch mal von Erotik sprichst, hätte ich auch nicht gedacht. Man lernt ja dazu im Laufe des Lebens. Genau. Also so ein Wechselspiel zwischen ich will dich und lass mich. So habe ich mir das, ist das von meinem geistigen Auge erschienen? Wer weiß. Ja, vielleicht Ja. aber auch, wenn ich da noch was sagen Ja, darf, klar. rückläufiger Mars, Venus direkt mit dem Mond unterstützt dann auch demnächst. Vielleicht geht es auch wirklich darum, in der nächsten Woche eher kooperativ sich zu zeigen, als mit dem Ego durch die Wand zu gehen. Mir fallen jetzt gerade keine Beispiele ein, wo das jetzt relevant wäre, aber das könnte ja in eurem persönlichen Erleben, besonders wenn ihr mit Waage Widder zu tun habt, wichtig sein. Ja, es ist ja auch noch dazu, findet das Ganze rund um die Mitte der beiden Zeichen statt. Das darf man auch nicht vergessen. Das ist auf 15 Grad Waage und 15 Grad Widder findet das statt. Und viele von euch wissen ja, ich komme aus der Schule von Michael Roscher, transpersonale Astrologie. Und das sind sogenannte kritische Grade. Es gibt also Grade im Tierkreis, die noch in sich eine besondere Bedeutung haben. Und die 15er Grade eines jeden Tierkreiszeichens, die tragen noch einmal die Energie des gegenüberliegenden Zeichens in sich. Ja, das sind sozusagen, also die 15 Grad Widder Waage haben nochmal Venus-Mars als Konstellation. Und insofern ist das natürlich geballt Venus-Mars, was wir da morgen erleben. Ich bin neugierig, was uns da alles so passiert.
Ich könnte mir vorstellen, dass das ein guter Moment ist zum, wie man bei uns sagt, anbandeln oder wie sagt man auf Nord, im Norden? Flirten wahrscheinlich, ne? So. Baggern. Baggern, okay. Das ist ja sehr profan. Also. Aber wie dem auch sei, es ist ein guter Moment, wie auch immer das zu verstehen ist unter diesen Bedingungen. Aber in jedem Fall haben wir zumindest gute Chancen in diesem Zeitpunkt. Aber auch wenn man das jetzt weniger erotisch sieht, glaube ich, ist es so, es könnten auch Themen sein, wo man sich so ein bisschen hin und her gerissen fühlt, wo man aber das Ganze spielerisch angehen sollte. Ja. Ja. Ja, wir wechseln den Tag. Wir kommen zum 10.11. Da passiert zunächst einmal, außer einem Sonne-Neptun-Trigon am Vormittag, das ich mir aber erspare, weil wiederum einige, die mich kennen, wissen, Sextile und Trigone, das kann jeder. Ich will nur die spannenden Aspekte haben und deswegen ist für mich wichtig, dass der Merkur in den Skorpion geht am Abend, also kurz vor 11 Uhr abends, kurz vor 23 Uhr, wechselt der Merkur aus der Waage in den Skorpion. Und das finde ich schon interessant, denn in der Waage war er noch ein bisschen leichtfüßig unterwegs. Da sind vielleicht die Gedanken etwas oberflächlicher gewesen. Aber jetzt im Skorpion. Skorpion verlangt einfach Tiefe. Die Gedanken werden ernsthafter möglicherweise, tiefgründiger. Man will nicht mehr so an der Oberfläche bleiben. Also Oberflächlichkeiten stören einen eher. Und ja, aber es ist vielleicht gut, eine gute Phase für all diejenigen, die Tätigkeiten haben, wo man mit seinen Gedanken bei der Sache bleiben muss. Also wo man sehr wo man seinen Fokus auf eine Sache richten muss. Ne? Ja, und du weißt ja auch, dass wir gerade den rückläufigen Mars hatten. Der ist jetzt ja zu Ende. Und der Merkur war ja schon mal im Skorpion dieses Jahr. Und zwar, ja, ich glaube, erst vor 10 Tagen oder so ist er wieder in die Waage zurückgegangen. Das weiß ich jetzt gerade nicht ganz genau. Das heißt, es findet jetzt auch eine Wiederholung dieser Qualität statt, die. Ich glaube, es war die Zeit, als der Mars rückläufig im Skorpion noch war und auch als er in den Skorpion ging, wo das zum Beispiel anfing mit den Gerüchten um den zweiten Lockdown. Ne? Das war garantiert die Zeit. Und jetzt sind wir im Lockdown und können noch mal nachspüren, wie das jetzt so ist. Keine Gerüchte zu haben, sondern Fakten. Ja, da hast du recht. Merkur war ja rückläufig schon im Skorpion, ist dann in die Waage zurückgelaufen und jetzt läuft er eigentlich wieder direktläufig in den Skorpion zurück. Aber man sagt ja häufig, dass die letzte Phase dieser Rückläufigkeit dann auch eine gewisse Lösung mit sich bringt. Und dass vielleicht jetzt, wenn der Merkur in den Skorpion kommt, wir etwas fokussierter und konzentrierter sind und nicht einfach nur in irgendwie der Luft hängen damit. Auch das wäre ja Merkur im Skorpion. Ja, wir sind jetzt Ja, gerade eingefroren, wir glaube sind, ich. jetzt sind wir wieder da. Jetzt wieder da. Aber ja, also ich finde das jetzt auch gerade Politik hin, Politik her ganz spannend, wenn wir die Wahlen jetzt uns anschauen in Amerika, die ja doch einen großen Einfluss auf alle Menschen dieser Welt haben. Merkur dann direktläufig im Skorpion wird sicher noch mal mehr Schub an Klarheit bringen. Was das ganze Thema, wer ist jetzt wirklich Sieger, wie weit wird hier geklagt und sonst was bringt. Also verspreche ich mir viel in der kommenden Woche. Von Merkur im Skorpion, dass das. Unter anderem, unter anderem. Naja, aber es kann auch sein, dass natürlich mit Merkur im Skorpion aus der Tiefe etwas herausgeholt wird, etwas Verborgenes, ne, was vielleicht nicht unbedingt gerne ans Licht kommen will. Ja, aber das meine ich mit Klarheit, ne? Also inwieweit kann man jetzt hier wirklich pokern und inwieweit muss hier auch wirklich jetzt mal Tacheles geredet werden? Und zurzeit geht die Richtung ja mehr Richtung Tacheles, was ich ganz schön finde. Warten wir ab. Warten wir ab, aber ich meine, da gibt es ja auch noch so Sachen wie, gibt ja immer noch, dass einige sagen, Trump hat noch einen Trumpf im Ärmel oder wie auch immer. Na, man weiß es nicht. Ja. Ja, ich wollte ja nicht von der Politik anfangen, verzeih, Ja. Christoph. Zu spät.
Gut. Aber die Erlösung kommt ja bald, denn der Mond geht in die Waage. Und das Ganze findet statt am 11.11., am Martinstag, um 17:09 Uhr. Kurz bevor wir dann mit unserem Vortrag starten werden, um 19:30 Uhr, unserem ersten kostenlosen Vortrag zu den Konstellationen im Jahr 2021. Da haben wir uns einen schönen Mond ausgesucht dafür, denn mit Mond in der Waage sind wir natürlich bestens auf unser Gegenüber eingestimmt, oder? Ja, auf jeden Fall noch dazu, wo das mein Aszendent ist. Und ganz ehrlich, wer von euch sich noch nicht dafür registriert hat, der sollte das jetzt schnellstens tun, weil es gibt nur begrenzte Plätze und ihr könnt dann leider nicht einfach nur auf Facebook vorbeischauen, sondern ihr müsst euch einen Platz reservieren. Christopher hat das alles verlinkt. Macht das bitte. Ihr werdet es nicht bereuen. Genau, also wenn ihr den Mond in der Waage mit uns gemeinsam erleben wollt, ja, dann geht auf die Seite www.phoenix-astrologie.de. Wir verlinken das in den Shownotes auch nochmal und dort könnt ihr euch dann gleich für diesen Vortrag anmelden. Immer dran denken, der ist kostenlos, aber ihr müsst euch anmelden, das ist das Wichtige. Ja, aber der Mond in der Waage bedeutet natürlich auch grundsätzlich, dass wir mehr Lust auf ein Gegenüber und ein Miteinander haben. Ja? Manchmal schwankt das so zwischen ein Gegenüber haben und was mit anderen machen wollen. Ne? Das ist ja auch eine Gefühlssache, es ist ja immerhin der Mond. Und, aber es tut uns insgesamt gut, einfach uns selbst auch mal im Spiegel der anderen zu sehen. Das ist für mich so die Botschaft des Waagemondes. Also geht auch raus und geht raus, versucht euch mit anderen zusammenzutun, baut etwas ja, geht mit anderen in Kontakt, baut Beziehungen auf. Dafür ist der Waagemond immer gut. Ja, vielleicht bleiben wir da auf der intellektuellen Luftebene, weil so mit rausgehen und Kontakte machen ist gerade etwas schwierig. Das Aber Schöne ist ja, die Waage liebt Kommunikation und Kontakt in jeder Form. Also. Genau. Ja, ich finde eine sehr dramatische Konstellation, die uns bevorsteht, das ist am 12. November, spätabends um 22:38 Uhr. Aber auch hier gilt, das ist nur der Zeitpunkt der Exaktheit, das ist nämlich Jupiter-Konjunktion Pluto. Beide sind ja langsam laufende Planeten, das heißt, diese Konjunktion, die spüren wir eigentlich jetzt schon. Das ist nichts, was auf irgendeine Art und Weise nur auf diesen Moment ist. Aber wenn ihr diesen Moment der Exaktheit zelebrieren wollt, dann müsst ihr um 22:38, 39 euch bereithalten. Da treffen sich die beiden im Steinbock und bilden eine exakte Konjunktion zueinander. Das ist jetzt eine Konstellation, die uns schon lange beschäftigt hat und die von vielen Astrologinnen auch im Zusammenhang mit der Pandemie gesehen wird. Und offen gestanden, wenn man Pandemien, Epidemien, Seuchen mit einer astrologischen Konstellation verbinden wollte, dann würde man wahrscheinlich Jupiter-Pluto wählen. Denn Pluto, das sind die Viren, das war schon immer so, das haben wir uns nicht erst dieses Jahr ausgedacht. Und Jupiter, das ist die Verbreitung, die Vermehrung und ja, vor allen Dingen unter Umständen auch das unkontrollierte Wachstum. Gibt natürlich auch eine hintergründige Botschaft, das wäre jetzt nun die mundane Thematik, aber vordergründig ist es das Thema Macht und Ohnmacht, wie ich finde. Die Macht wächst auf der einen Seite, also alle, die Macht haben, deren Macht potenziert sich und alle, die in Ohnmacht sind, das ist ja die Schattenseite, auch deren Ohnmacht potenziert sich gegenwärtig. Und ich finde, auch wenn ich jetzt sage, das Ganze versuche neutral zu halten, aber es trifft eigentlich unsere Situation gerade recht genau, wie ich finde. Diejenigen, die jetzt an der Macht sind, haben gute Chancen, ihre Macht auszubauen, indem sie die Situation nutzen. Und die, die in Ohnmacht sind, die haben gerade schlechte Karten aus der Situation, so ohne weiteres jetzt rauszukommen. Und was ist die richtige Haltung dazu? Ich sage immer, wir müssen auf der einen Seite Vertrauen haben, auf der anderen Seite müssen wir Verantwortung übernehmen. Und ich hoffe, für die, die Macht übernehmen,
dass sie auch Verantwortung übernehmen und für die, die jetzt in der Situation der Ohnmacht sind, dass ihnen das Vertrauen darin hilft, dass diese Situation sich irgendwann auch wandelt. Ja, also ich habe noch mal die Daten rausgesucht, die vielleicht relevant sind, wenn ihr das auch in eurem persönlichen Erleben nachspüren wollt. Und zwar ist das schon verbunden mit der Saturn-Pluto-Konjunktion, über die ja alle Menschen Anfang des Jahres geredet haben, die am 12.01.2020 war. Es lohnt sich vielleicht noch mal dahin zu schauen, was war da eigentlich bei mir Thema. Und dann, kurz danach, hatten wir die Jupiter-Pluto-Konjunktion auch. Das hat sich ja alles im Steinbock gespielt. Jupiter-Pluto war zum ersten Mal exakt am 5.04., dann am 30.06. und jetzt am 12.11. noch einmal auf dem Steinbock. Und danach, da wird das nächste Mal ein Thema mit Jupiter sein, am 21.12. Saturn-Pluto, Saturn-Jupiter. Und ich denke, dass diese Themen, die du gerade angesprochen hast, Christopher, wirklich in der Gänze betrachtet werden müssen. Unser eigenes Ohnmachtsmachtsthema können wir dadurch ganz gut erforschen. Mhm. Und wir werden sehen, wo wir dann zur Wintersonnenwende stehen. Ich habe ja große Hoffnung auf die Wintersonnenwende und auf die Jupiter-Saturn-Konjunktion in der Nähe von Weihnachten. Es gibt ja einige, die sagen, Jupiter-Saturn war der Stern von Bethlehem. Wenn der natürlich in der Nähe der vermeintlichen oder auch tatsächlichen Geburt Christi wieder liegt, sollte uns das doch wieder Hoffnung geben. Aber zunächst müssen wir durch diese Jupiter-Pluto-Thematik nochmal durch. Und Macht und Ohnmacht am eigenen Leib zu erfahren, das ist sicherlich auch ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen in dieser Zeit. Sehr stark. Ja. Ja. Bleibt spannend. Und wir gehen weiter. Ja, als nächstes kommt dann der Mond, der sich mit der Venus verbindet, Mond-Venus-Konjunktion. Ich habe vorhin schon gesagt, bei den Mondaspekten konzentriere ich mich nur auf die Konjunktionen. Die Mond-Venus-Konjunktion ist für mich so eine Wunschkonstellation. Ne? Die Venus steht ja auch für das, was ich mir wünsche, was ich schön finde, was ich attraktiv finde, wonach ich mich sehne. Und wenn dann der Mond dazukommt, dann taucht das gewissermaßen in meiner Seele auf. Also Seelenwünsche werden wach. Es ist eine sehr kurzfristige Konstellation, also die geht wirklich vielleicht eine Stunde. Und das Ganze auch noch mitten in der Nacht, um 1:30 Uhr nachts am 13.11. Und deswegen ist es vielleicht eher etwas, was wir vielleicht in unseren Träumen sehen werden. Also wenn wir da schon schlafen, könnte sein, dass uns diese Konstellation im Traum eine kleine Offenbarung über unsere Sehnsüchte bringen. Wer also von euch mit Träumen arbeitet, sollte in der Nacht auf den 13. durchaus mal auf seine Träume achten, ob da nicht vielleicht so etwas ist, was ich mir wünsche, dass sich das da offenbart, dass das Unbewusste mir da etwas erzählt. Und weiter, wolltest du was sagen dazu, Kirsten? Nein, ich schweige. Ja. Dann geht der Mond schließlich auch in den Skorpion. Ne? Merkur ist ja schon in den Skorpion gegangen am 13. November. Etwa 16:45 nachmittags geht der Mond in den Skorpion. Und da ändert sich nochmal die Stimmung. Wir hatten ja den Mond, der in der Waage war, wo wir wieder in die Begegnung gehen, das Miteinander pflegen. Und jetzt gehen wir eigentlich wieder zurück in die Tiefe. Und unsere Seele dockt an unseren eigenen Tiefen an. Und das sind oft Momente, wo man sich vielleicht eher wieder zurückziehen möchte, emotional, seelisch. Aber auch, wo wir eine gewisse Gewissheit in uns wach werden sehen. Ne? Der Skorpion, der ja kompromisslos ist, der ein klares Ja, ein klares Nein von uns verlangt, der bringt uns seelisch auch in die Richtung, dass wir uns mal mit unseren inneren Gewissheiten auseinandersetzen. Auch im positiven Sinn, das möchte ich betonen. Denn Gewissheiten sind nicht nur einfach Glaubenssätze, sondern das sind auch zum Beispiel Dinge, zu denen wir wirklich von Herzen Ja sagen können, die uns tragen, die unser Fundament sind und die uns auch Kraft geben. Und Skorpion hilft uns ein bisschen in unserer eigenen Tiefe nach starken Gefühlen zu suchen, die uns auch helfen können. Aber wenn wir in den Keller gehen, dann heißt das immer auch, dass Dinge auftauchen können, die vielleicht uns auch ein bisschen erschrecken. Ja, das kann auch passieren. Ja.
Ja, die nächste Konstellation, die uns in dieser Woche blüht, ist dann Mondkonjunktion Merkur. Seele, Verstand und Herz, Kopf und Bauch gehen Hand in Hand. Das Ganze am 13.11. etwa um 10:45 abends, also auch wieder spät nachts. Da kann man vielleicht noch auf sein. Wäre vielleicht ein guter Moment, um einen Tagebucheintrag zu machen, was aufzuschreiben, sich was von der Seele zu schreiben als kleines Ritual. So eine Stunde ungefähr hält diese Konstellation an, plus minus. Und ja, einfach mal dem Gefühl einen kommunikativen Ausdruck zu geben. Wie gesagt, Tagebuch schreiben, Brief schreiben, sich was von der Seele reden, jemanden anrufen, auch wenn es sehr spät ist, könnte auch helfen. Aber es ist gut, einfach mal was im Herzen ist, zur Sprache zu bringen. Die nächste Konstellation ist nun die, auf die wir alle schon lange gewartet und gehofft haben. Es ist der 14. November mittlerweile um, ja, exakt ist es, aber auch das ist jetzt, wie gesagt, nicht so exakt zu nehmen, um 2:30 Uhr nachts, also in den frühesten Nachtstunden, dort haben wir dann den Mars, der direktläufig wird. Das heißt, er ändert seine Laufrichtung. Er läuft wieder mit dem Tierkreis. Ja, da von der Konstellation erhoffe ich mir sehr viel und gerade mit Jupiter, Pluto, mit direktem Mars, mit Merkur im Skorpion, sollte das eine Woche werden, in der wir wirklich zu mehr Klarheit finden. Und wenn ich nochmal auf diesen Spirit Guide zurückkommen soll, auf den Balancing Act, dann hat es vielleicht wirklich damit zu tun, dass wir in der kommenden Woche damit rechnen müssen, dass die astrologischen Energien uns noch einmal ordentlich durchschaukeln, bevor wir dann hoffentlich ab dem Montag, dem 15. oder 16., ich bin mir gar nicht sicher, ab 16. ist es dann, glaube ich, genau, mit Dingen durchstarten können. Das ist ja dann auch die Halbzeit des Lockdown. Auch da wird es ja dann vielleicht ein paar neue Infos geben. Warten wir es ab. Also für mich ist das so ein bisschen der Moment, wo wir müssen aufpassen. Also das ist jetzt nicht so minutengenau zu nehmen, sondern das ist schon etwas, was sich anbahnt. Ich würde sagen, wenn du vorher gemerkt hast, dass die Dinge dann im Leben sich nicht so vorwärts bewegen wollen und du dann einen deutlichen Zusammenhang im rückläufigen Mars gesehen hast, heißt das nicht, dass du pünktlich um 2:30 Uhr nachts auf einmal volle Fahrt aufnehmen kannst, sondern das bahnt sich auch so ein bisschen an. Mars ist zwar relativ schnell wieder in der Direktläufigkeit, aber gib dem noch ein paar Stunden Zeit, vielleicht lass noch einen Tag verstreichen, aber du wirst deutlich merken, dass du mehr Rückenwind hast in den Dingen und dass auch gerade da, wo Tatkraft erforderlich ist, du jetzt vorwärts kommst. Ich habe das so genannt, rückläufiger Mars könnte eher so die Verteidigungshaltung sein. Man ist eher so immer, man geht lieber einen Schritt zurück, wenn man angegriffen wird und versucht sich eher zu, fühlt sich immer in so einer Verteidigungshaltung. Wenn er direktläufig wird, zumal ja im Widder, dann kann er wieder angreifen, ne? Dann kann er auch angriffslustiger werden. Ja? Ist immer eine Frage, wofür willst du dann diese Kraft einsetzen? Was willst du durchsetzen, habe ich die Leitfrage genannt. Ja, auch da könnt ihr euch nochmal zurückerinnern, was habe ich Ende Juni, Juli, August eigentlich so an Tatkraft gehabt, denn da war Mars bereits direktläufig im Widder. Und er wird jetzt ab dem 14. November noch bis zum 6. Januar im Widder bleiben. Und wir haben also noch ordentlich Zeit, die Dinge aufzuholen, die liegen geblieben sind in dieser Zeit. Und das Tolle ist, Mars im Widder ist super stark. Also das ist etwas, wo wir wirklich sagen können, da haben wir Fahrtwind. Es kommt aber trotzdem immer darauf an, worauf richte ich natürlich die Tatkraft. Das Ganz übernimmt genau. natürlich Mars nicht. Es ist auch eine sehr aggressive, kriegerische Energie. Genau. Ja, Mond und Sonne gehen in Konjunktion am 15. November um 6 Uhr in der Früh etwa. Und dann haben wir natürlich Neumond im Skorpion. Neumond im Skorpion ist eine wichtige Konstellation, wie jeder Neumond. Und wir werden ja von der Geheimnisakademie aus auch ein Neumond-Webinar noch machen. Auch dazu findet ihr alle Informationen auf der Phoenix-Astrologie-Seite. Aber wesentlich ist, dass jeder Neumond ja auch so einen Impuls zum Neuanfang setzt. Und was ist hier dann Impuls zum Neuanfang oder woraus speist sich der?
Wir bleiben im skorpionischen Thema. Wir bleiben dabei. Es geht um die Tiefe. Etwas Verborgenes könnte sich ans Licht bewegen wollen, na, weil die Sonne spielt jetzt auch mit eine Rolle. Und wenn man so mal in sich hineinlauscht, was für Botschaften steigen auf in dieser Zeit und wie gehe ich damit um? Na, weil da können auch, wie gesagt, auch manchmal Botschaften aufsteigen, von denen ich jetzt erstmal nicht so begeistert bin. Aber Schattenanteile in uns müssen ja genauso wahrgenommen werden. Und rund um einen Skorpion-Neumond ist die Chance groß, dass wir auch mal mit Schattenanteilen konfrontiert werden. Ja, wir steuern aufs Wochenende zu, 15. November. Das ist dann schon der Sonntag wieder um 16:45 Uhr. Da wechselt dann der Mond in den Schützen. Der Blick weitet sich wieder. Wir kommen aus der Tiefe des Skorpionkellers in die himmlischen Höhen des Schützen. Also da geht wahrscheinlich vielen die Seele und das Herz auf. Und ja, die Seele breitet ihre Flügel aus. Wir können reisen, zumindest mal im Geiste und im Seelischen. Und wir haben wieder Lust, Horizonte zu erkunden. Also eine deutliche Erleichterung müsste zu spüren sein. Und die letzte Konstellation ist ebenfalls am 15. um 8:45 Uhr. Das ist dann schon, da habt ihr wahrscheinlich das neue Taroskop von Kirsten schon längst gehört und die 7-Tage-Schau von mir schon längst verdaut. Aber da habt ihr am Abend nochmal Pluto-Quadrat Venus. Das ist nochmal eine etwas komplexere Konstellation. Ich weiß nicht, wie du sie siehst. Ich finde, es ist eine Konstellation, in der es auch wieder um das Thema Macht geht, aber mehr im zwischenmenschlichen Bereich. Ja, dieses Thema Macht und Ohnmacht könnte sich da nochmal manifestieren. Es ist ein Quadrat. Wir werden also durchaus eine Spannungssituation vielleicht geführt werden. Vielleicht werden wir konfrontiert mit unseren Wünschen, aber vielleicht wünschen wir uns etwas, was uns gar nicht zusteht, was uns verweigert wird, oder wir verweigern etwas, was uns eigentlich gehört. Also dieses Dilemma kann sich auftun. Ich bin gespannt, wie sich das auswirkt. Hast du da noch eine Idee dazu, Kirsten? Also ich nehme nur wahr, dass viel Steinbock, Waage und Skorpionenergie in der Luft ist in der kommenden Woche. Der Widder kommt dann auch noch dazu und dass es wohl wahrscheinlich um zwischenmenschliche Dinge gehen wird, jetzt auch gerade bei der letzten Konstellation, wo uns ja, Sachen um die Ohren fliegen können, die wir vielleicht verdrängen, nicht aussprechen. Wo wir ein bisschen darauf achten sollten, auch gerade mit Merkur in Skorpion, wie wir in puncto Ehrlichkeit unterwegs sind. Ja, das war's dann von meiner Seite aus. Ich würde jetzt dann gleich wieder an dich zurückgeben, Kirsten, denn alle sehr sind gerne, schon sicherlich super gespannt darauf. Sie können es kaum noch aushalten. Können es kaum noch rutschen auf ihren Sitzen hin und her. Ich möchte trotzdem noch einmal erinnern, all diese Konstellationen könnt ihr auf Phoenix Astrologie auf Facebook immer jeden Tag als Tagesqualität nehmen, bekommen oder eben auf Instagram. Und Kirsten hat natürlich auch einen Instagram-Account und ich glaube, da kannst du vielleicht nachher nochmal was erzählen, ob du da was machst und wo man vielleicht noch mehr Informationen bekommt. YouTube ist etwas, da weisen wir am Schluss nochmal drauf hin und jetzt übergebe ich einfach mal an dich, liebe Kirsten. So, ich mache noch mal ganz kurz Pause. Genau, also für alle, die mein Taroskop noch nicht kennen, und ich muss jetzt einfach mal husten, ich glaube nicht, dass es Corona ist. Die Armbeuge, ich weiß. Also, ich mache jeden Sonntag auf YouTube das Taroskop der Woche. Das besteht darin, dass ich für jedes Tierkreiszeichen eine Karte ziehe. Heute habe ich das wieder mal aus dem Modern Witch Tarot gemacht und wir haben das schon vorbereitet, Christopher und ich, damit ihr jetzt diese schöne Präsentation sehen könnt, die Christopher gleich bedient. Und wir haben jetzt schon vieles gehört. Als erstes sehen wir die Karte für den Widder. Fahre den Film ab, lieber Christopher. Ja, und zwar haben wir für den Widder die 5 der Schwerter gezogen. Das finde ich ganz spannend, wenn wir bedenken, dass Ende dieser Woche Mars wieder direktläufig wird im Widder. Wir haben vielleicht jetzt wirklich einige
Baustellen herauskristallisiert, die wir, wo wir erkennen, die, da hören wir auf, Zeit und Energie hineinzustecken. Man sieht das ja schön auf dieser Karte, wie da ein paar Menschen weglaufen, während andere jetzt wieder wichtig werden. Dafür sehe ich dann diesen Mann im Vordergrund, da diese Frau, die die Schwerter aufgreift, die Gedanken, Prioritäten setzt und sagt, okay, ich kann nicht alles gleichzeitig machen. Ich spüre aber, dass ich jetzt wieder in Aktion gehen muss und deswegen tue ich das. Fünf der Schwerter hat auch öfter was damit zu tun, dass man sich verraten und verkauft fühlt, in der Niederlage fühlt. Es gibt oft einen Pyrrhus-Sieg bei dieser Karte. Und wenn du, Widder, der du da draußen bist, gerade denkst, ja, also ich fühle mich hier echt nicht gut in der Situation, dann geh aus der Situation heraus. Gehe davon aus, dass deine die Gegenpartei sich auch nicht besonders gut fühlt und sage dir, so geht es halt nicht. Dann gehe ich halt einen anderen Weg. Das ist ja deine Stärke, lieber optimistischer Widder, und freue dich auf den 14. November, wo du dann merkst, jetzt geht's wieder geradeaus. Als nächstes kommt immer der Stier dran, und da ist Christopher hier schon. Das üben wir noch etwas, Christopher, mit dem Ping. Welche Karte habe ich denn für den Stier gezogen? Ja. Die Neun der Stäbe. Eine Karte der Defensive und der Verteidigung. Über den Stier habt ihr heute ja auch nicht besonders viel gehört. Tatsächlich ist Uranus immer noch rückläufig im Stier. Das bleibt auch noch bis Januar der Fall. Ich glaube, am 1. oder 2. wird er wieder direktläufig. Er hat wahrscheinlich mit den Energien zu tun, die vor allem sich jetzt dann im Steinbock wieder abspielen. Jupiter, Pluto, ihr habt es vorhin gehört. Und alle Stiere, du lieber Stier, tust gut daran, wenn du im Augenblick eben nicht nach draußen gehst, wie wir es auch schon mit dem Balancing Act gesehen haben, sondern sagst, okay, ich mache jetzt eine Bestandsaufnahme, ist meine Vorratskammer gut gefüllt, ich überlege mir, wofür ich meine Energien einsetzen will, aber ich setze sie jetzt noch nicht ein. Ein bisschen eine ähnliche Nachricht wie für den Widder, aber nicht auf der gedanklichen, sondern auf der energetischen Ebene. Und auch du solltest ein bisschen vorsichtig sein im Umgang mit anderen Menschen, nicht zu defensiv sein, trau dich auch mal mit deiner Meinung nach draußen. Das ist meine Nachricht für dich, lieber Stier. Als nächstes kommt der Zwilling oder die Zwillinge dran. Ich bin sehr gespannt, welche Karte wir da gezogen haben. Ah, der König der Stäbe. Wieder eine Stabkarte, aber anders als beim Stier bist du, lieber Zwilling, bereits auf dem Sprung, jetzt endlich etwas Neues zu tun. Dir brennt irgendein Projekt, irgendetwas unter den Nägeln. Du hast alles eigentlich, was du dafür brauchst. Bei dem Stier ist das auch der Fall mit der Neun der Stäbe. Aber bei dir ist klar, nein, ich starte jetzt damit durch. Dabei fällt mir immer wieder ein, dass bei dir gerade der Mondknoten, der aufsteigende Mondknoten durch dein Zeichen geht, was wirklich in den kommenden Monaten auch immer noch danach drängt, was ist meine Berufung, was ist mein Lebenssinn, wo möchte ich eigentlich sein in 9 Jahren, in 18 Jahren, das ist der Zyklus des Mondknoten. Fange jetzt etwas Neues an, was dir unter den Nägeln brennt, eingedenk all dessen, was wir über die kommende Woche gesagt haben. Auf die Plätze, fertig, los für dich, mein lieber Stier, Zwilling. Ja, für den Krebs gibt es auch eine Nachricht, während Christopher andächtig schweigt bei meinem Orakel. Und auch für den Krebs haben wir eine Stabkarte gezogen. Wenn ich wir sage, dann sage ich übrigens das für meinen Sohn Franz. Und mich, denn der hat die Filmaufnahmen gemacht. Der Ritter der Stäbe ist eigentlich genauso sprungbereit wie der Zwilling, den wir gerade hatten, aber eigentlich noch einen Schritt weiter, weil der ist schon in Bewegung. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass du, lieber Krebs, in der letzten Woche, in den letzten Tagen etwas angestoßen hast und jetzt dich damit klar nach vorne bewegst. Wichtig bei dieser Karte ist immer,
nicht nur die Dinge anzustoßen, sondern auch zum Ende zu bringen. Der Ritter der Stäbe, der reitet vielleicht los, um einen Drachen zu töten. Dann sieht er eine hübsche Damsel am Wegesrand und zügelt sein Pferd und vergisst seinen Auftrag. Deswegen lass dich von nichts abbringen auf deinem Weg. Wenn du das jetzt durchziehst, dann wirst du am Ende der Woche im Idealfall wirklich ein sehr gutes Resultat haben bei dem, was du dir vorgenommen hast. Wir haben ja auch gesehen, der Krebs ist in diesem astrologischen Zyklus nicht so wahnsinnig attackiert von irgendetwas. Damit wären wir auch schon bei dem Löwen gelandet. So langsam tunen Christopher und ich uns ein. Und mein Gott, ja, schon wieder eine Stabkarte. Also wir sehen jetzt schon von den ersten 5 Karten, die wir gezogen haben, waren 4 Stabkarten. Das heißt, wir stehen wirklich hier alle unter Strom und in den Startlöchern und wollen uns einfach bewegen. Alles, was ich über den Ritter der Stäbe gesagt habe, also über den Krebs, lieber Löwe, kann auch für dich der Fall sein. Und auch das, was ich über den Stier gesagt habe. Alle 3 Zeichen sind dabei, etwas Neues anzustoßen, etwas Neues umzusetzen. Und für dich, lieber Löwe, geht es darum, wirklich an eine Idee zu glauben, an einen Gedanken, den du hast, und diesen Stab, den wir hier sehen, zu schwenken und damit nach vorne zu gehen. Super Flirtkarte, wie die anderen beiden Karten, die ich eben gezeigt habe, auch. Also für den Zwilling und für den Krebs. Aber diese Karte, die bringt tatsächlich Frühlingsgefühle ins Haus. Und wir haben ja gesehen, dass wir in der kommenden Woche auch viel mit Kontakt zu tun haben. Also greife zum Hörer, hör auf, dämliche Simsen zu schicken. Sage den Menschen, die dir was bedeuten, das persönlich und du wirst sehen, du wirst davon profitieren. Das wäre ja Das ist meine sozusagen, Nachricht. das wäre jetzt sozusagen die Venus-Mars-Opposition, die könnte man da super nutzen dafür, oder? Ganz genau, idealer Ja, Zeitpunkt. super. Ja, lass es unter Pluto, Venus, dann gibt es nur Missverständnisse. Okay. Ne? Genau, also, das ist meine Nachricht für dich, lieber Löwe. Die Jungfrau, die steigt ja gut in die Woche ein. Wir haben gehört von Christopher. Huch, was hast du getan? Hol die Jungfrau zurück, Da Christopher. ist sie. Gut, die Arme, die kommt immer zu kurz. Die Jungfrau, haben wir gerade gehört, steigt ein in dieser Woche mit einem Jungfrau-Mond. Und das erste große Arkanum habe ich für die Jungfrau gezogen, die Gerechtigkeit. Die Nachricht der Gerechtigkeit ist immer ganz einfach. Du bekommst das, was du verdienst. Akzeptiere, was dir in der kommenden Woche ja, an Informationen zugetragen wird, auch wenn sie dir nicht passen, auch wenn du denkst, das ist jetzt aber eigentlich nicht fair, was hier gerade passiert. Wenn die Gerechtigkeit liegt, heißt das, schaue dir deinen Anteil an zu dem, was da gerade passiert, akzeptiere ihn und gehe damit gelassen um. Dann gehst du weiter gut voran. Stemmst du dich gegen die Gerechtigkeit, dann hast du meistens ein Problem. Und mir fällt jetzt dazu ein, dass wir halt die Mars-Venus-Konstellation wieder haben, ne, die jetzt für die Jungfrau vielleicht nicht so wahnsinnig relevant ist wie für andere Zeichen. Da fällt mir auch ein, dass wir beim Widder natürlich auch diese Venus-Mars-Konstellation haben mit der 5 der Schwerter. Aber für dich scheint in der kommenden Woche eine wichtige neue Erkenntnis zu kommen und ja, verhalte dich gerecht. Und da passt ja auch die Balancing Act Karte als Wochenkarte gut dazu, oder? Ganz genau, ganz genau. Das ist natürlich auch nochmal eine wichtige Information und es ist vielleicht auch für dich sinnvoll, liebe Jungfrau, die Füße in der kommenden Woche stillzuhalten. Ja, nach der Jungfrau kommt die Waage dran. Du hast das sehr schön aufbereitet, lieber Christopher. Und für die Waage, na, ist das nicht eine coole Waagekarte, die wir da haben? Es ist tatsächlich, diese Karte ist dem Mond in der Waage zugeordnet. 2 der Schwerter. Du hattest erzählt, Christopher, dass der Mond in dieser Woche durch die Waage läuft. Und wir sehen hier jemanden, der sich in sich versenkt. Es geht nicht darum, so sehr Menschen auf Abstand zu halten und abzuwehren, aber die Waage
ein intellektuelles Zeichen, die soll mal ein bisschen aufhören, alles zu zerdenken und mehr ins Gefühl gehen, das sagt diese Karte. Auch da wird die Konstellation Mars-Venus, Mond-Venus sicher unterstützen. Und wenn Mars direktläufig wird, noch dazu. Nutze die kommende Woche, um dir vorzustellen, zu visualisieren in dir drin, im Rückzug, was du für Projekte angehen willst, wenn Mars wieder direktläufig wird, weil für dich als Gegenzeichen hat das natürlich eine besondere Bedeutung. Und diese Auch für Karte wird dich. auch Mond in der Waage zugeordnet, hast du gesagt, ne? Ah ja. Ganz genau, ganz genau. Und auch für dich ist ganz wichtig, in der kommenden Woche noch nicht so sehr in Aktion zu gehen. Und auch hier sehen wir wieder sehr schön dieses Motiv des Balancing Acts. Also Mond in der Waage, ganz kurz zur Erinnerung noch, am Martinstag, 11.11., ungefähr 17 Uhr, kurz bevor wir unseren Online-Vortrag haben. Ganz genau. Das wird ein großartiger Vortrag. Ja, ich sehe es schon. So. Ja, nach der Waage kommt der Skorpion dran. Und auch da haben wir schon gehört, dass da einiges los ist im Skorpion in der kommenden Woche. Unter anderem haben wir den Neumond und Merkur in Skorpion in der kommenden Woche. Wir haben die zwei der Stäbe für dich gezogen. Wieder eine Stabkarte. Und die zwei der Stäbe ist natürlich auch wieder eine Karte, die sagt, jetzt noch nicht raus, aber Ziel anpeilen. Ich empfehle dir, lieber Skorpion, gerade zu deinem Neumond ein tolles Ritual zu machen, indem du dir so richtig aufschreibst, was für dich für 2021 wirklich wichtig ist, was du umsetzen möchtest und mit wem. Weil die zwei der Stäbe hat sehr oft damit zu tun, dass wir uns ein Gegenüber suchen, mit dem wir zusammenarbeiten können. Ich finde es hier auf dieser Karte genial, wie da diese Frau ein Handy in der Hand hat. Also mit wem musst du jetzt kommunizieren, um deine Projekte im kommenden Jahr umzusetzen? Das ist für dich ein ganz wichtiges Thema und das solltest du in der kommenden Woche machen. Ja, das wäre meine Nachricht für dich, lieber Skorpion. Und nun bin ich beim Schützen angelangt. Auch über den Schützen haben wir heute wenig gehört. Und ja, der darf sich eine Auszeit nehmen, der Schütze, und ein bisschen Alkohol trinken. So jedenfalls könnte man die Königin der Kelche interpretieren. Es ist die erste Kelchkarte in dieser Woche. Und die Königin der Kelche spricht davon, dass es für dich, lieber Schütze, darum geht, besonders stark mit deiner Intuition in der kommenden Woche zu arbeiten, dich auf dein Bauchgefühl zu verlassen und auch, ähnlich wie wir es schon bei der Waage hatten, dir Dinge zu visualisieren, die du haben möchtest. Du klärst deine kommunikativen Probleme derzeit nicht mit Worten, sondern dadurch, dass du auf der Herzebene arbeitest, dadurch, dass du visualisierst, kann man mich noch wahrnehmen? Ich bin irgendwie gerade so langsam, ne? Ja, denn der Ton ist gut. Red einfach weiter. Das stabilisiert sich bestimmt bald das Bild wieder. Alles klar. Gut. Also, dass man, es geht darum, dass du Gedanken vielleicht an Menschen schickst, positive Gedanken, dass du dich inspirieren lässt von den Gedanken, Bildern, Kreationen anderer, aber es geht nicht darum, groß zu reden, deine Wahrheit mit anderen zu teilen. Ich weiß, das tust du sehr gerne, aber bleib in der kommenden Woche bei dir und ja, löse deine Konflikte eher auf der ja, emotionalen, energetischen Ebene. Das wäre mein Rat für dich. Und damit sind wir bei dem Steinbock angelangt. Und der Steinbock ist ja das gebeutelte Zeichen des Jahres. Und wir haben auch eine Karte gezogen, die nicht für alle eine Lieblingskarte ist. Ich persönlich schätze sie sehr. Die drei der Schwerter steht für mich dafür. Wir haben wieder ein Bild der Balance, ne? Die Schwerter, die ein Pappmaché-Herz durchdringen. Es geht bei der Karte immer darum, Gefühl und Verstand zusammenzubringen, dem Gefühl der Emotion nicht zu viel Raum zu geben und vor allem, es geht darum, sich für etwas zu entscheiden. Und das fällt
Der fällt vielen Menschen schwer. Und wenn man sich entschieden hat, dann muss man auch immer etwas zurücklassen. Und deswegen fühlt sich die Drei der Schwerter halt oft nicht so gut an. Das ist eine sehr vagische Karte. Ich glaube, sie hängt stark mit der Pluto-Jupiter-Konjunktion im Steinbock zusammen, über die Christopher vorhin geredet hat. In dieser Woche erkennt ihr vor allem, liebe Steinböcke, was dieses ganze Jahr mit seinen Herausforderungen so für euch gebracht hat. Es ist kurz davor, dass der Saturn in den Wassermann geht. Und ihr könnt jetzt gerade, ihr solltet euch noch mal vornehmen, was war denn im Juni los? Was war denn Anfang April los für mich? Daraus ein Bild schaffen und dann mit einer Entscheidung nach vorne zu gehen. Das ist eure Nachricht, liebe Steinböcke da draußen. Ja, da bin ich schon neugierig. Ich als Steinbock fühle mich gleich angesprochen. Ja, es ist, glaube ich, für Steinböcke wirklich eine wichtige Woche. Ja, Wassermann, perfekte Karte, wieder eine Kelchkarte. Gerade die, verzeiht mir bitte da draußen, die Zeichen, die sehr gerne mit viel Worten unterwegs sind, Schütze und Wassermann, die sind in dieser Woche dazu aufgefordert, mehr auf der Herzebene zu bleiben. Du, lieber Wassermann, du wirst ja bald tolle Zeiten erleben, wenn Saturn und Jupiter durch dein Zeichen reisen werden. Wir haben schon auf den 21.12. hingewiesen, wo du sicher Spannendes erleben wirst. Und das Ass der Kelche, das sagt dir, was sind deine Träume, was sind deine Sehnsüchte und Wünsche für das kommende Jahr? Und es sollte eigentlich so sein, dass du schöne, intensive Träume in der kommenden Woche hast, dass du dich inspiriert fühlst von etwas. Nimm das wahr, nimm das an, schreibe es dir auf, damit du es nicht vergisst und setze es dann um, wenn ab Ende Dezember deine Zeit gekommen ist. Vielleicht verliebst du dich auch gerade. Dann solltest du aber schauen, dass du da möglichst in Realität bald reinkriegst, weil das Ass der Kelche ist manchmal zu wahr, um gut zu sein. Also immer persönlich treffen und nicht im Chat verharren. Das wäre meine Nachricht für dich, lieber Wassermann. Last but not least kommen die Fische an die Reihe. Und für die Fische, oh, ja, das habe ich ganz vergessen, habe ich die Sieben der Schwerter gezogen. Ich mache jetzt gerade, weil ich ja Fisch bin und die Sieben der Schwerter ein bisschen an die Karte 5 der Schwerter anschließt, die mit dem Widder zu tun hatte. Schau dir nochmal an, was ich über den Widder gesagt habe. Ja, was soll ich sagen? Die Fische waren jetzt auch nicht so wahnsinnig vorhanden in der Wochenvorschau von Christopher. Die Sieben der Schwerter heißt immer, dass du vorsichtig sein solltest mit deinen Gedanken, sie nicht unbedingt mit anderen Menschen teilen solltest. Also Christopher, das war das letzte Mal, dass ich mit dir hier was gemacht habe. Nein, ich scherze. Die Sieben der Schwerter. Die Sieben der Schwerter sagt einfach, erzähl nicht allem alles, sondern halte dich bedeckt, lasse den Menschen das, was ihnen gehört, aber nimm deinen Anteil und werde alleine kreativ damit. Du musst nicht immer alles von anderen machen lassen, sondern du hast ganz viel eigenes Potenzial. Nutze das und setze es um. Und wie gesagt, halte dich in der kommenden Woche etwas bedeckt. Es ist nicht die Zeit, mit deinen Ideen nach draußen zu gehen, sondern behalte für dich. Deine Zeit wird kommen, spätestens wenn irgendwie mal der Mond wieder mal durch die Fische geht, nehme ich an. Im Augenblick halt die Füße still, strukturiere deine Gedanken, behalte sie für dich. Passt Das ja auch ist meine irgendwie Nachricht. zu dem Dauerthema Neptun in den Fischen, passt das ja auch, ne? Ja, ganz genau. Und ich hatte jetzt gerade überlegt, weil wir ja den Durchgang des Mondes durch die Jungfrau haben, davon ist natürlich dann auch die Fische mit betroffen. Vielleicht geht es wirklich darum, ein bisschen aufzupassen, was man wem alles so anvertraut sagt. Und vielleicht auch Ideen, die man für unnütz hält. Schau dir nochmal das an, was ich über den Widder gesagt habe, auszusortieren und sich alleine mit bestimmten Projekten auf den Weg machen und nicht warten, bis irgendwelche anderen Leute einen da unterstützen. Ja, spannend.
Ja, finde ich auch. Ja, liebe Ja, Kirsten, es dann ist. schalte ich uns mal zurück auf den Genau, ich sehe Doppelmodus. gerade, es ist 19:59 Uhr. Wir haben uns perfekt an unser Timing gehalten. So ist das Großartig. eben. Und ihr da draußen, ihr habt ja fleißig zugesehen. Für mich und Christopher wäre es sicher total interessant zu hören, wie ihr dieses Joint Venture fandet. Ob ihr uns lieber alleine sehen wollt oder auch mal wieder in einer Kombi. Anzudenken wäre es ja, dass wir das ab und zu mal wieder zusammen machen. Da müsst ihr uns Bescheid geben. Und jetzt möchtest du sicher noch mal allen, die jetzt auch noch dazu geschaltet sind, weil es sind auch wieder neue Leute gekommen, noch mal erzählen, warum wir überhaupt uns das heute so vorgenommen haben. Ich darf Ja, in der Zwischenzeit jetzt endlich einen Schluck Wein trinken. tu Prost. dies. Tu dies, du hast es dir verdient. Also wirklich wunderbar, der Durchgang durch die Tarotkarten. Ich finde es eine super Ergänzung. Oder es ist mehr als eine Ergänzung, es ist eine Vertiefung, würde ich mal sagen. Auch so, weil man dann doch diese Konstellation der Astrologie nochmal auf eine ganz persönliche Ebene heben kann. Und das ist natürlich genial. Also ich denke, ihr stimmt mit mir da draußen überein, dass die Kombination sehr fruchtbar sein kann. Ob man das immer so machen muss, ist eine andere Sache. Es ist auch durchaus ja immer auch eine Frage, wie Kirsten und ich zueinander finden. Das ist ja auch eine Zeitfrage. Aber wer weiß, wenn euch das gefallen hat, dann nutzt das. Aber wenn nutzt das die Gelegenheit zu kommentieren, dass euch das gefallen hat, dann nehmen wir das wahr. Aber wenn ihr natürlich jetzt nicht lang warten wollt, bis ihr mich und Kirsten wieder zu diesen und ähnlichen Themen seht, dann haben wir natürlich unsere drei astrologischen Vorträge. Und ich denke mal, Kirsten, ich möchte jetzt nicht so viel versprechen, aber vielleicht packst du deine Tarotkarten ja auch ein und sie sind dann zufällig da, wenn man sie brauchen kann. Also auf alle Fälle haben wir diese drei Vorträge. Zu eurer Erinnerung, am Mittwoch, dem 11.11., also im kommenden Mittwoch, geht es schon los mit einer Konstellationsübersicht über das Jahr 2021. Bitte anmelden auf phoenix-astrologie.de. Der Vortrag ist kostenlos, aber ihr müsst euch trotzdem anmelden. Und ja, als nächstes kommt dann der 18.11. um 19:30 Uhr. Da machen wir gemeinsam eine Vorschau für Widder bis Jungfrau. Also gehen ganz ausführlich auf die Konstellationen ein, die diese Sternzeichen betreffen. Und schließlich am Donnerstag, den 26.11. um 19:30 Uhr, den Vorschau für die Zeichen Waage bis Fische. Das Ganze jeweils etwa eine Stunde, anderthalb Stunden. Und ihr Wert der Obolus für die beiden Vorträge am 18. und am 26. beträgt sage und schreibe nur 12 Euro, weil das ein Einführungsangebot ist und wir ja einfach mal schauen wollen, wie diese Dinge bei euch so ankommen. Aber wenn ihr grundsätzlich mal gucken wollt, wie wir miteinander arbeiten, wenn euch das heute noch nicht genügt hat, um euch zu überzeugen, dann unbedingt Mittwoch, 11.11.20:20 Uhr, ist da fast so eine magische Zahl. 20:20 Uhr sage ich schon, Ich habe gerade 11.11.2020, 19:30 Uhr. 19:30 Uhr, so muss es sein. Konstellationen fürs Jahr 2021. Und da würden wir uns natürlich wirklich freuen, wenn ihr dabei seid. Und es ist, wie gesagt, kostenlos. Einfach anmelden unter phoenix-astrologie.de. Ja, liebe Kirsten, jetzt schalte ich uns zum Abschluss doch nochmal zusammen, damit wir gemeinsam ja, ein Schlusswort finden. Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Mir Ja, hat es viel ich Spaß sage gemacht. einfach, mir hat es auch super Spaß gemacht. Ich finde, wir haben echt viel zusammengebracht und ich finde das auch eine tolle Ergänzung, Vertiefung, nochmal von dir die Astrodaten so präzise vorgesagt zu bekommen, weil dann rattert es auch gleich noch mehr bei mir. Das Video könnt ihr euch ja weiter ansehen. Es wird auch noch bei YouTube hochgeschaltet in Genau. unsere beiden Kanäle. Und wir freuen uns natürlich wahnsinnig, vor allem wenn ihr uns bei YouTube abonniert. Hier auf Facebook haben wir schon eine gute Followerschaft. Das kann natürlich auch nie schaden, da noch mehr zu haben. Aber gerade auf YouTube haben wir wirklich das Bedürfnis, mehr Likes zu bekommen, mehr Abonnenten, damit wir mit dem YouTube-Kanal besser arbeiten können. Das geht nämlich erst ab einer bestimmten Zahl von Menschen.
Genau, also schaut, vergesst nicht auch dort vorbeizuschauen auf YouTube. Es gibt den Mantika-Kanal und es gibt Phoenix Astrologie. Beide haben einen YouTube-Kanal und dort hinterlasst einfach ein Abonnement und wie heißt es immer so schön, drückt auf die Glocke, damit ihr informiert werdet, wenn was ist. Diese Aufzeichnung gibt es auf Facebook, sie gibt es auf YouTube, dann später da laden wir sie dann hoch. Es gibt also viele Möglichkeiten, wenn ihr erst später dazu gekommen seid, so wie du, Martina, dann könnt ihr euch das in Ruhe nochmal alles anschauen. So, in dem Sinne würde ich sagen, 20:05 Uhr, auweia, Oh Gott, der das Tatort Essen wird naht. kalt. Nein, ich werde jetzt nicht den Tatort gucken. Ich muss jetzt mit meinem Sohn die letzte Folge von Voice of Germany nachgucken. Auch das eine große Freude. Aber es muss jetzt erstmal was gegessen werden. So ist es. In dem Sinne, einen guten Appetit nach Hamburg und euch da draußen einen wunderschönen Abend. Bis ganz bald wieder. Macht's gut. Tschüss.